Und guten Morgen, hier spricht die Shalia von shaliastevens.com. Ich bin der virtuelle Coach, wo ich dort beibringe den Experten und Solopreneuren, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Business machen. Und heute bin ich im Gespräch mit der wunderbaren, der wunderschönen Susanne Pilokartagen. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Shalia, und danke schon mal für das Kompliment. Das geht ja runter wie Öl. Naja, bei dir und bei Nicole, der Partnerin auch von Susanne, ist das leicht. Es sind also wirklich sehr wunderschöne Frauen von innen nach außen. Und wir wollen heute sprechen über mein bestes Jahr. Ich kenne keine Unternehmerin, kein Unternehmer in meinem Umfeld, die nicht schon von eurem Konzept mindestens gehört haben oder berührt worden sind. Ihr seid einfach fantastisch darin, sichtbar zu sein und mit eurer Message da rauszugehen. Und doch könnte es einige wenigen Leute geben, die noch nicht davon gehört haben. Und die wollen wir mitunter ansprechen heute. Deswegen wäre meine erste Frage, Susanne, magst du dich kurz vorstellen und dann steigen wir überhaupt in das Thema Bestes Jahr ein? Genau. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Susanne Pilokat und ich bin eine der Macherinnen von Mein Bestes Jahr, wie du eben schon gesagt hast. Mein Bestes Jahr, das sind so meine Kollegin Nicole Frenken und ich. Und wir konzipieren und wir verlegen sozusagen Workbooks und auch Online-Kurse für Frauen, die ihre Jahresplanung wieder aktiv in die eigenen Hände nehmen wollen, die ihren Wünschen und auch ihren Träumen und Plänen einfach wieder mehr Erfüllung gönnen können. Und das ist, ja, das ist ein Projekt, das wir vor 3 Jahren gestartet haben und das mittlerweile zu einem, ja, so einem kleinen Herzensbusiness geworden ist. Ja, das stimmt. Und ich habe meine Workbooks auch da. Ich habe vergessen, die auszupacken für heute. Ah, hast du aber sicher welche dabei? Magst du welche dabei? Genau. Ja. Und vielleicht mal ein bisschen durchflippen, weil das sind wirklich sehr toll gemachte, sehr professionelle Books. Also mit Coaching-Übungen. Ja. Das sind Coaching-Übungen und also das ist im Grunde genommen eine Mischung aus einem Selbstcoaching-Konzept und diesen Mutmacher-Porträts, die wir ergänzt haben, weil wir gesagt haben, es ist immer schön, eine Methode zu haben, mit der man das Jahr, das vergangene Jahr debriefen und eben auch das neue Jahr für sich einfach mal wieder ja greifbar und auch planbar machen kann. Aber ja, um unsere wirklichen Träume und Wünsche anzugehen, fehlt uns ja oft so ein bisschen der Mut. Ja. Ne, traue ich mich jetzt, etwas anzugehen, was ich vielleicht schon ganz lange so im Hinterkopf oder im Hinterstübchen mit mir herumtrage. Und wir haben an uns selbst festgestellt, dass es uns immer total motiviert, die Geschichten auch von anderen Frauen zu hören. Ja. Und deswegen war es uns von Anfang an klar, dass wir andere Mutmacherinnen, andere Frauen, die ihre Träume schon leben oder zumindest es angegangen sind, sie zu verwirklichen, dass wir die mit im Buch zeigen möchten, um anderen wiederum eben auch Mut zu machen. Das ist sehr schön. Also ich möchte gleich mehr über diese Workbooks sprechen und um wie man mit denen arbeitet, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Bevor wir über das Buch selber sprechen oder die beiden Workbooks, weil es gibt 2 davon, für wen wurden diese Workbooks entwickelt? Also wer ist überhaupt Zielgruppe von diesem Produkt? Also Zielgruppe sind alle die Frauen, die schon mal den Gedanken hatten, dass das Jahr doch verdammt schnell an einem vorbeifliegt mittlerweile, mit allen Eindrücken und mit allen Informationen, mit allen Anforderungen, die an einen heranprasseln und die vielleicht auch so ein bisschen unglücklich darüber sind, dass man das Gefühl hat, dass die Zeit immer schneller verrennt und die vielleicht auch spüren, dass es da noch Dinge gibt, die sie noch verwirklichen wollen und die sich vielleicht in der Hektik des Alltags versteckt haben und die wirklich nochmal ja angeleitet in sich gehen möchten und entdecken möchten, was wirklich das ist, was ihnen am meisten am Herzen liegt und was sie deswegen in ihrem besten Jahr natürlich wieder mehr ins Leben holen wollen. Und das ist natürlich auch
dem geschuldet, dass es, weil es uns selbst oft auch schon so gegangen ist, dass wir das Gefühl hatten, vielleicht mehr auf der Agenda von anderen Menschen zu sein oder von Anforderungen von außen zu sein und viel weniger bei uns zu sein. Und uns hat das schon immer geholfen, also unabhängig voneinander war das immer schon so ein Ritual, was wir gepflegt haben, dass wir das alte Jahr uns angeschaut haben und uns auch ja Dinge einfach vorgenommen haben für das neue Jahr. Und irgendwann kam halt diese Idee dazu, ich arbeite ja als Berufungscoach, dann wirklich zu sagen, okay, wir packen jetzt mal wirklich die richtig guten Fragen raus. Die Fragen, deren Beantwortung uns wirklich weiterbringen, die uns etwas wieder ins Gedächtnis holen oder vielleicht auch wieder ins Herz holen, was wir vielleicht mal verloren haben along the way. Ja, das ist sehr in meinem Sinne auch, Susanna, weil ich finde, es geht mir auch selber so, manchmal renne ich sehr schnell nach vorne, also gerade wir Frauen, also die Leute, mit denen wir uns geben, wir sind sehr kreativ, wir sind oft sehr ehrgeizig, wir wollen Dinge kreieren in dieser Welt und wir rennen einfach los, ohne Reflexion, und mir ist es oft passiert in meinem Leben in der Vergangenheit, dass ich zwar schnell nach vorne gekommen bin, aber in die falsche Richtung. Und dann müsste ich einen riesen Zurückrudern machen und sagen, Moment, also was will denn ich? Was mache ich hier? Renne ich anderen Leute hinterher? Renne ich anderen Leute ihre Wünsche hinterher? What's going on? Also dieses Einkehr nach innen, von innen nach außen gestaltet. Das ist, was ich daraus höre. Absolut. Das ist der wichtigste Weg, weil in uns drin, glaube ich, sind wir alle mit einer besonderen, ja, mit einem besonderen Kompass eigentlich ausgestattet worden, der uns schon so viel sagt zu dem, wozu wir eigentlich in der Lage sind und wo vielleicht auch unser ganz bestimmtes Add-on liegt, das wir in die Welt bringen könnten. Und es ist wichtig, wie du gerade eben gesagt hast, sich immer wieder die Zeit, und das hat auch ganz viel mit innerer Ruhe zu tun, sich die wirklich zu nehmen, um wieder diese Verbindung nach innen herzustellen. Ja. Und es ist manchmal super verwunderlich, immer wieder auch für mich eigentlich ein kleines Phänomen, dass wenn wir uns diese Ruhe nehmen und aus dieser Hektik wirklich mal aussteigen, ne, aus diesem schnell nach vorne rennen, wie du es eben genannt hast auch, wenn wir da mal einen Cut machen und sagen, nee, ich nehme jetzt mal die Zeit, ich nehme jetzt mal so ein paar Stunden und baue diese Verbindung nach innen wieder auf, wie schnell manchmal ratzfatz die Erkenntnisse kommen und wie gerade plötzlich ein Weg vor uns liegt, den wir zuvor vielleicht überhaupt nicht gesehen haben, obwohl er sicherlich die ganze Zeit da war. Ja, absolut. Und ich habe gerade, während du gesprochen hast, an einem großen Moment gedacht. Und zwar, als ich gekündigt habe von der Agentur, ich war in einem Angestelltenverhältnis und war in der Position so schon 5 oder 6 Jahre unglücklich gewesen. Und ich hatte irgendwann mal richtig gesagt, so jetzt gehe ich da raus. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe all die Bücher in meinem Bücherregal in einen Sack gepackt, wie der Nikolaus oder Santa Claus, würden wir auf Englisch sagen. Und ich habe das in mein Auto geschleppt und reingeschleppt bei einer Freundin vorbei. Wir haben alles sortiert und geguckt, was liegen für Herzensziele drin, was liegen für versteckte Fähigkeiten, besondere Einzigartigkeiten da drin. Und das war so ein Reflexionsmoment, was mich wirklich die nächsten 10 Jahre getragen hat. Und das heißt, es ist eine wirklich sehr, ja, sehr, sehr wichtige Sache zu tun, dieses Anhalten mit seiner Herzensziele, mit seiner Einzigartigkeit verbinden. Ja, und ich finde, ihr habt euch da eine tolle Frage gestellt und auch interessanter Weg, ne, das über die Bücher zu machen, die du im Bücherregal hattest. Da gab es ja wahrscheinlich alle möglichen Themen, die du da im Laufe der Zeit sozusagen gesammelt hattest. Und das ist eine ganz tolle Herangehensweise. Und die Frage, die du dir dabei gestellt hast, also was sind denn da meine wirklichen Herzensthemen, das finde ich auch immer wieder interessant, denn tatsächlich glaube ich, dass die Qualität, unsere eigene Lebensqualität, ganz stark davon abhängt, wie gut die Qualität der Fragen ist, die wir uns im Leben selbst stellen. Ja, absolut. Ja, und diese Bücher, die waren, ich nenne die immer die zweite Reihenbücher. Vielleicht können die anderen sich auch damit identifizieren. Ich war in der Agentur, ich habe gedacht, ich muss gescheit sein und ich habe ganz viele strategische Bücher, die fachlich mit meinem Beruf zu tun hatten. Und sie waren in der ersten Reihe meines Bücherregals, sichtlich für alle.
Und die zweite Reihe Bücher waren so die Bücher, das waren meine Themen. Das waren verrückte Themen wie Hallstein-Urkunde oder Coaching und Kommunikation und verschiedenste Sachen. Also wir begraben unsere eigenen Themen häufig hinter dem, was wir glauben, was wir tun sollen oder was die anderen gut finden werden und nicht, wo wir das gut finden. Das ist das Erstaunliche. Jedenfalls so ging es mir auf dem Weg. Ja, absolut. Und dahinter steckt natürlich auch immer so dieser Wunsch, gut zu sein, ne? Oder auch perfekt vielleicht sogar zu sein. Mhm. Und es ist so irre, denn im Grunde genommen sind wir meistens in dem so richtig gut, auch wahrnehmbar, besser als die anderen, wenn wir bei unseren Herzensthemen bleiben. Ja, das ist definitiv so. Das kann ich nur unterschreiben. Jetzt gehen wir in Richtung des Buchs. Es gibt zwei Workbooks. Die eine ist ausgerichtet für Business. Hast du das Business oder nur das Lifebook? Ich habe das Business-Book hier liegen. Ich habe es tatsächlich gar nicht hier liegen. Ich will es gleich nochmal gucken. Es gibt den Business-Workbook und es gibt den Life-Workbook. Und wie ich das verstanden habe, Susanne, gibt es den Business-Workbook, ist es überwiegend für Selbstständige, vielleicht Solopreneure, Kleinunternehmer, die ihr Businessjahr ausrichten wollen. Und es gibt den Live-Book, Workbook. Für wen ist dieses Live-Workbook gedacht? Das Live- und Workbook ist eigentlich, ich sage jetzt mal, für alle Frauen allgemein gesprochen, weil wir da sehr in Privatleben natürlich auch schauen, in die einzelnen Lebensbereiche reingehen. Da spielt der Beruf auch eine Rolle, aber das kann durchaus auch ein Angestelltenberuf sein. Das ist einfach die Tätigkeit, mit der wir unser Geld verdienen. Die schauen wir uns da schon auch nochmal an. Und ansonsten gehen wir aber wirklich, klopfen wir sozusagen alle Lebensbereiche einfach mal ab, machen da eine Bestandsaufnahme, schauen, wie sieht es denn da heute aus in den einzelnen Bereichen und welche dieser Lebensbereiche möchte ich denn im Grunde genommen verbessern? Ja, also wo habe ich noch Nachholbedarf und welcher Lebensbereich ist vielleicht in dem ablaufenden Jahr auch einfach zu kurz gekommen? Ne? Es ist einfach auch sehr wohltuend, das mal in Anführungszeichen wirklich schwarz auf weiß oder hier auch sehr bunt einfach mal vor sich zu sehen. Und das Businessbook, wie du gesagt hast, ist wirklich für die selbstständige Frau, die wirklich ihr Businessjahr planen will, aber auch wieder von innen heraus. Mhm. Aber da gehen wir sozusagen tatsächlich auch zum Beispiel mal auf Zahlen ein. Also wir ermuntern auch immer wieder, sich die eigenen Zahlen mal anzuschauen und die eigenen Zahlen auch jetzt vielleicht nicht unbedingt wie beim Steuerberater, sondern auch trotzdem für uns selbst zu interpretieren. Also zu schauen, mit welchen Säulen unseres Business habe ich denn zunächst mal welchen Umsatz gemacht zum Beispiel, aber auch welchen Gewinn. Ja. Und dann einfach auch diese Umsatzsäulen mal zu bewerten. Weil es kann zum Beispiel sein, dass wir uns mit einer Umsatzsäule beschäftigt haben, die in diesem Jahr noch nicht so besonders ertragreich war, bei der wir aber spüren, dass wenn wir die weiter pflegen, dass die ein sehr, sehr wichtiger Teil unseres Business werden könnte. Und dass wir sehr viel Freude daran haben. Also würde es sich dann wahrscheinlich rentieren, diese Business-Säule auch im nächsten Jahr einfach nochmal zu pflegen, ne, und nochmal weiter zu stärken. Also das gucken wir uns an. Aber wir gucken uns natürlich auch an, wo denn unsere eigenen Erfolgsfaktoren liegen, um uns da nochmal im Klaren darüber zu werden, auch an welcher Stellschraube wir da vielleicht nochmal drehen müssen, aber in welchen Stellschrauben wir auch eigentlich schon super sind und die vielleicht noch mehr in den Vordergrund unserer täglichen Arbeit stellen sollten. Also alle solche Fragen stellen wir dort. Wir sagen, es ist im Grunde genommen wie so eine kleine Unternehmensberaterin, die wir uns als Kleinunternehmer in der Regel ja nicht gönnen. Ja, wir haben nicht ständig jemanden bei uns sitzen und sind dann deswegen bei unserer Jahresplanung oft immer so ganz alleine mit uns. Und durch das Businessbook und auch den Online-Kurs, den es dazu gibt, kommen wir sozusagen nochmal mit ins Boot und leiten dann durch das Jahr durch. Und wie ist das im Grunde genommen? Also geht man das Buch, nimmt man das in die Hand, setzt man sich eine Woche hin oder einen Tag oder... Was ist eure Empfehlung, wie man am besten wirklich vermeidet, dass das Buch nicht zum Self-Help wird? Also das ist ein Begriff, die meine Mentorin immer geprägt hat. Self-Help kommt aus dem Englischen, heißt diese Selbsthilfebücher. Und häufig kaufen wir ein Buch, wir kaufen einen Online-Kurs, wir kaufen verschiedenste Dinge, um einen Fachbereich für uns zu erobern, Facebook-Marketing oder um etwas zu planen, wie mein bestes Jahr.
Wie vermeidet man, dass es zum Shelf-Help wird, dass man es nur in dem Bücherregal ablegt und damit nichts tut und nur hübsche Bilder angeschaut hat? Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man einen Zeitraum abpasst, an dem man wirklich sich Zeit dafür nimmt, Zeit auch mal wirklich freischaufelt und dass man darauf achtet, dass man auch wirklich Lust hat. Also das ist zum Beispiel nicht jetzt wie bei uns, wir sind im Moment in einer Phase, wo ganz viel am Laufen ist. Wir haben eine Challenge, wir haben unsere Vertrieb laufen. Das würde ich sagen, ist jetzt für mich persönlich nicht der ideale Zeitraum, um mein nächstes Jahr zu planen. Also schon auch, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Und wir finden es ganz toll und bekommen das von ganz vielen Kundinnen übrigens auch rückgemeldet, die sich damit einfach mal ein Wochenende zurückgezogen haben, die sich zum Beispiel in ein schönes Wellness-Hotel begeben haben oder aber überhaupt nur in ein, vielleicht in irgendein Spa oder irgendwie sowas, wo sie vielleicht das Wochenende verbracht haben oder auch mal nur einen Tag. Also schon, man sollte sich schon in eine relaxte, in eine angenehme Situation begeben, denn dann haben wir auch die richtige Grundhaltung, um wirklich auch spielerisch daran zu gehen. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier nur dann neue Möglichkeiten sehen und auch vielleicht mal verrückte Möglichkeiten sehen, die abseits von dem sind, was wir ansonsten immer für logisch oder auch für verstandesmäßig vertretbar halten, dass wir uns einfach locker machen, ne? Dass wir weit denken, dass wir ein großes Bild und ein grandioses Bild mal entwickeln können. Und dafür brauchen wir einen angenehmen Raum, einen angenehmen Rahmen. Ich persönlich mag es total, wenn ich Musik im Hintergrund irgendwie habe und ja, weiß ich nicht, also Wasserrauschen und sowas tut mir auch immer gut. Also ich liege ganz oft an irgendeinem Pool, habe es irgendwie warm und fange dann einfach an. Ich glaube, du sprichst ganz viele Leute an, die jetzt nur noch das Buch jetzt kaufen werden, um ein Wellness-Wochenende zu machen. Eine Kundin von mir, die macht auch immer ihre, ein paar Mal im Jahr ihre eigene, alleinständige strategische Planung mit sich selber, auch auf der Art und Weise. Sie bucht sich für ein langes Wochenende in ein schönes Hotel, einem besten in die Berge und geht das gemeinsam an. Aber ich hatte auch gerade die Idee, was mich total reizen würde, wäre das mit einer Freundin zu machen. Also, dass wir irgendwie beide zu zweit, zu dritt, ich habe das in der Vergangenheit häufig gemacht mit Alyssa, meine beste Freundin, meine Steckdose. Wir haben uns zurückgezogen in eine Hütte in Bayern oder manchmal sind wir nach Stockholm geflogen zu der Katie und haben das zu dritt gemacht. Ja, das ist eine fantastische Möglichkeit, oder? Absolut. Also klar, gerade auch das Life in Workbook, ne, das ist natürlich auch super, wenn man das zum Beispiel mit Freundinnen machen kann, wenn man auch da hat man eine gute Ausrede, um mal wieder von zu Hause wegzukommen. Ich muss mal ein bisschen fahren, ich muss gehen. Ja, genau. Und naja, klar, und für das Business ja auch da, wenn man natürlich eine Kollegin vielleicht hat, ne? Oder ansonsten einfach eine Erfolgspartnerin und das dann gemeinsam zu machen, ist, glaube ich, ideal, weil dann hat man einen Leitfaden, an dem man einfach sich schon mal entlanghangeln kann und kann dann bestimmte Fragestellungen, die individuell noch sind und die man selbst auch gerne noch klären möchte, einfach mit einflechten. Ja, das finde ich schön. Und da gibt es genügend Leute da draußen, die sind sehr autodidaktisch unterwegs und sehr autonom in ihrer Planungsphase. Sie möchten sich wirklich alleine zurückziehen oder mit wenigen Leuten. Es gibt wiederum andere Personen, sie blühen auf in der Gemeinschaft. Und auch da habt ihr eine Möglichkeit, du hast es vorhin kurz nur angesprochen, es gibt ein, für jedes der Bücher einen begleitenden Online-Kurs. Genau. Wo ihr, du und Nicole, wo ihr die Teilnehmerinnen durchwegs unterstützt, mit dem Buch im Einklang zu planen. Wie sieht das aus und für wen ist diese Möglichkeit gedacht? Also ich muss dazu sagen, dass beide Online-Kurse, also es gibt eins für wirklich den Privatbereich, 6 Tage für mein bestes Jahr und für den Business-Bereich die Business Edition. Und beide Kurse gehen wirklich nochmal weit über das Buch hinaus. Okay. Einfach weil wir zwischen zwei Buchdeckeln nicht so viele Gedanken reinbringen können, dann wäre es wirklich so ein Schinken geworden, sage ich jetzt mal. Wir haben auch weiterführendes Arbeitsmaterial und leiten wirklich, können einfach nochmal wahrscheinlich auch besser erklären, warum bestimmte Fragestellungen für uns als Unternehmerinnen so wichtig sind. Wir leiten das natürlich in den Büchern auch an, aber in den Online-Kursen können wir noch stärker darauf eingehen und können einfach noch tiefer graben. Und wie gesagt, für diejenigen, die sagen, ich möchte einfach nochmal eine ganz professionelle Anleitung haben, ich möchte auch eine begleitende Facebook-Gruppe vielleicht dazu haben, damit ich mich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal austauschen kann, damit man auch mit uns nochmal eine Rücksprache halten kann. Für diejenigen ist eben auch ein Online-Kurs dann wunderbar.
Und wann finden diese Online-Kurs-Zeiträume statt? Sind es im Januar oder Februar oder wann ist das denn eigentlich? Also die Business Edition davon, der Online-Kurs, der ist jetzt schon zu buchen. Da gibt es auch im Moment schon einen Early-Bird-Preis dafür. Und die 6 Tage für mein bestes Jahr, der startet ganz offiziell am 15. Dezember. Der wird auch, da kann man jetzt schon buchen und man kann auch, wenn man erstmal reinschnuppern will, natürlich sich auch für unsere Challenge erstmal anmelden. Ansonsten startet der Kurs, also die Zugangsdaten zu dem 6 Tage für mein bestes Jahr. Da geht es aber, wie gesagt, um den Privatbereich. Der startet dann wirklich am 15. Dezember. Sehr schön. Dann lass uns direkt einsteigen in diese Herzensseele-Challenge, weil was ich so schön finde, also auch wenn ich das Wort Challenge nicht mehr hören kann, weil das einfach das ganze Jahr über so oft genutzt wird, aber was ich sehr wohl darin extrem gut finde, ist, dass man in diesen Challenge-Zeiträumen die Chance hat, ein bisschen reinzuschnuppern, zu verstehen, wer seid ihr, wie tickt ihr, was ist euer Ansatz, wie fühlt sich euer Community an, und heute tatsächlich geht es los, also heute ist der erste Tag von der Herzensziele Challenge, genau. Wo eben genau man kostenfrei einsteigen kann, um ein Gefühl zu bekommen, worum es hier geht bei Mein Bestes Jahr mit Susanne und Nicole. Und vielleicht steigen wir mit der Frage ein, Susanne, was ist der Unterschied zwischen Herzensziele setzen und das berühmte Neujahrsvorsatz? Ja, Neujahrsvorsätze, für mich, das ist meine Definition. Jeder hat da vielleicht eine andere. Vorsätze, das waren für mich immer so Dinge, man müsste mal wieder. Mhm. Man könnte doch mal wieder. Mhm. Und in der sprachlichen Formulierung steckt dann meistens auch schon eine Abschwächung und vor allen Dingen auch der Hinweis darauf, dass das oft Dinge sind, naja, die man so allgemein vielleicht mal tut. Mhm. Man müsste vielleicht allgemein gesprochen fitter werden. Man müsste allgemein gesprochen vielleicht 3 bis 5 Kilo abnehmen, solche Dinge. Mhm. Das hat für mich nicht dieselbe Qualität, wie wirklich nochmal wieder in sich zu gehen und wirklich sich zu fragen, was ist das, was mein Leben erfüllter macht? Und uns geht es nicht darum, das Jahr noch mehr zu füllen, damit man noch mehr Stress hat oder aber in irgendeiner Art und Weise seine Agenda zu optimieren, sondern wirklich den inneren Fokus darauf zu legen, was uns wirklich am Herzen liegt und was sehr wahrscheinlich heute in unserem Leben noch nicht genügend Platz hat. Also es geht wirklich um ganz tiefe und auch innere Bedürfnisse, die ja jeder von uns hat. Und in der Regel ist es so, dass wir nicht alle ständig ausleben und dass wir vielleicht auch nicht für alle ständig ein gutes Bewusstsein haben. Ja. Viele Kunden beschreiben das damit, dass sie sagen, ich hatte so ein latent schlechtes Gefühl. Ich habe mich latent nicht so gut gefühlt, aber ich konnte nicht wirklich sagen, warum. Weil vielleicht die äußeren Parameter eigentlich alle gut aussahen. Ne? Ich hatte vielleicht eine gute Beziehung. Mein Gott, ich hatte doch einen Job, all diese Dinge. Und dann haben wir manchmal wirklich nicht den Blick dafür, was fehlt denn jetzt gerade. Und bei dieser Challenge oder überhaupt bei dem Begriff der Herzensziele kommt es uns darauf an, wirklich diesen inneren Bedürfnissen nochmal richtig auf die Spur zu gehen, die zu benennen und deswegen die einfach klar zu machen, ein größeres Maß an Klarheit auf das zu lenken, was uns wirklich glücklich macht im Leben. Und das ist immer beruflich und privat, also das vermischt sich immer, weil wir ganz klar auch sagen, dass wir als Menschen, als ganze Personen eben gelten. Ne? Man kann uns in der Regel nicht in der Mitte auseinanderschneiden und sagen, oben herum ist fürs Private zuständig, untenrum fürs Geschäft oder weiß ich nicht. Ne? Wir sind ein Mensch und wie gesagt, in uns stecken so viele Kapazitäten und so viele Talente. Und ein guter Hinweis darauf ist immer, sich mit seinen Träumen zu verbinden und sich mit seinen Bedürfnissen, die dahinter stecken, zu verbinden. Und daraus heraus wirklich dann Ziele für das neue Jahr zu formulieren und zu entwickeln. Mhm, ja, das hört sich so an für mich, Susanne, als würde man einfach absolut an den Kern gehen von dem, was einen inspiriert. Und es geht eigentlich, wenn ich dich so höre, einfach am Innehalten, sich daran zu erinnern, was das ist, im Grunde genommen. Und wir haben in einer Planungssitzung mit meinen Kunden vor einigen wenigen Tagen darüber geredet, warum setzt man Ziele denn überhaupt? Und wir sind gemeinsam darauf gekommen, es geht einfach darum, wenn man im Business ist, und da meine ich das nicht im Business von, ich habe eine Selbstständigkeit, sondern
wenn man, wir sind hier auf diesem Planeten aus meiner Auffassung nach, um Dinge hier zu kreieren, um Erlebnisse zu erleben. Also für mich drückt sich die höhere Intelligenz des Universums durch uns durch und wir schaffen hier wunderbare Dinge. Und um das zu tun, es hilft manchmal, Klarheit darüber zu bekommen, was möchte ich überhaupt demnächst für einen Ausdruck dieser kreativen Kraft überhaupt sein. Und wenn man sich indessen bewusst wird, ist meine Erfahrung auch, dass plötzlich eine gewisse Lebendigkeit beginnt, rauszukommen zu dieser grauen Hülle, was uns vielleicht im alltäglichen einfach Robotermodus durchgehen lässt, kommt so ein bunter innerer Lichtkugel, was dann plötzlich an die Oberfläche tritt, diese graue Schale durchbricht. Und wir haben nicht nur ein schöneres Erlebnis, ein wunderbareres Leben, sondern es strahlt auf unser ganzes Umfeld aus und hilft auch in der gesamten Welt, um einen positiven Beitrag zu leisten, allein durch unser Sein und unsere Aurenenergie, die da ist. Und das ist das, was ich höre, wenn du darüber sprichst. Und du nickst und nickst und nickst. Deswegen lasse ich dich sprechen. Wie siehst du das? Ja, also du hast es so schön ausgedrückt. Ich kann es gar nicht schöner ausdrücken, aber es trifft wirklich ganz genau das, was uns wirklich am Herzen liegt. Das ist, wir haben vielleicht noch andere Ausdrücke dafür, aber es ist im Grunde genommen das Gleiche, dass es für jeden von uns wirklich auch einen höheren Sinn gibt. Warum wir sozusagen hierher geschickt wurden. Es sind ja, man kann sagen, es war ein Zufall, aber wir sind ja wirklich, wenn man uns mal so anschaut, nicht alle gleich. Ne? Also irgendjemand muss sich doch was dabei gedacht haben, dass wir auch so total unterschiedlich sind. Ne? Also deswegen muss es auch ganz unterschiedliche Dinge in uns geben. Und ich glaube, das hat ganz viel auch so mit der Seele zu tun oder das, was ich jedenfalls als Seele empfinde und auch den Schatz, den wir dort mitbekommen haben. Und ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt unserer Geburt, dass wir da noch sehr genau wussten, was das ist. Ganz unbewusst zwar, aber es war irgendwie da. Wir waren sehr damit verbunden. Und je älter wir werden, je mehr Schichten wir uns so um unsere kleine Seele packen, desto mehr verschwindet manchmal die Erinnerung daran. Und ich finde diesen englischen Ausdruck dazu eigentlich am passendsten, dieses Remember. Bedeutet ja auch nicht nur, dass wir uns erinnern, das ist ja die eigentliche Bedeutung von Remember, sondern dass wir auch wieder Member werden mit dem Ganzen und mit dem Teil, den wir daraus tragen. Ja, das ist total schön. Und deswegen ist diese Erinnerung durch die Fragen, die wir dort stellen, für uns einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Erinnere dich. Ja. Komm zurück zu dem, mit dem, also oder finde wieder zurück zu diesem Schatzkästchen, das du in dir trägst und lerne zu verstehen, warum ausgerechnet du dieses Schatzkästchen in dir trägst. Absolut. Okay, und das ist der Teil von, also verbinde dich zurück, erinnere dich zurück, verbinde dich mit deinem bunten Kern, mit den Träumen, die du hier hast, die nur du verwirklichen kannst. Das ist das eine. Und der zweite Teil des Mottos, das hinter dieser Herzensziele-Challenge steht, ist wagen. Mehr Träume wagen. Es geht um den Mut und du hast am Anfang unseres Gesprächs darüber geredet, in den Workbooks, warum es inspirierende Stories gibt von anderen, die Träume gewagt haben, Träume verwirklicht haben, die große Dinge einfach angegangen sind, wie auch immer das für sie ausgesehen haben. Welchen Teil wird in diese Herzensziele-Challenge dieses Wagen, diesen Mut spielen? Ich glaube, ein ganz großer Teil, weil es gibt ja dafür auch, wie gesagt, eine eigene Facebook-Gruppe. Und wenn man da schon drin ist und wenn man schon sieht, wie aus dem Nichts heraus eigentlich dort die Teilnehmerinnen schon miteinander interagieren, wie sie sich Herzensziele Partnerinnen suchen, wie sie, glaube ich, auf ganz natürliche Art und Weise verstanden haben, dass wenn wir uns verbinden und wenn wir unsere Träume und unsere Ziele auch und unsere Herzensziele weitererzählen, dass man im Grunde genommen da schon so ein bisschen wie die Genie aus der Flasche rauslässt. Ja, also da startet die Magie eigentlich so ein bisschen. Ja, also wir können ganz viel anleiten, wir wollen auch anleiten und wir haben uns ganz, ganz große Mühe gegeben bei der Auswahl der Tagesaufgaben. Aber das ist nur ein Teil
Ich glaube, in dem Moment, wo wir das nach außen tragen, zeigen wir auch, dass wir uns dem mehr verpflichtet fühlen, als einfach nur einen Gedanken zu haben, den man dann wieder vielleicht verwirft. Ja, also wir zeigen einfach auch, glaube ich, unserer Seele nach innen, dass es uns ernster ist dieses Mal. Und deswegen war es für uns auch so wichtig, dies in Form der Facebook-Gruppe noch mit zu begleiten. Denn diese Genie, die soll aus der Flasche raus. Ja, wir wollen ja nicht nur tolle Antworten inspirieren, sondern wir wollen natürlich auch zur Handlung inspirieren. Und wenn wir sehen, dass sich ganz viele auf den Weg machen, ich glaube, dann entsteht auch so ein Stück weit dieses Momentum und dann entsteht auch ein Stück weit von diesem Magnetismus. Ne, wenn die anderen sich vorwärts bewegen, die anderen Teilchen, sage ich jetzt mal, dann laufe ich auch ein Stück weit mit und das brauchen wir vielleicht manchmal im Leben. Ja, meine Mentorin Fabienne hat immer gesagt, a rising tide lifts all boats. Und ich finde, das hat dieser Gruppengefühl auf sich. Also das da beginnen die Ersten und schon geht die Welle hoch und die anderen Boote werden einfach mitgehoben. Und das ist das total Schöne. Wie lange geht der Challenge und wie kann man sich anmelden dafür ab heute? Genau. Ich weiß nicht, ob du den Link mit einstellen willst. Ich werde es unterhalb des Videos auf jeden Fall herstellen. Ja. Über unsere Seite, über die www.meinbestesjahr.de Seite, aber du wirst es ja nochmal verlinken, kann man sich anmelden, ganz normal. Dort gibt es ein Anmelde-Opt-in-Fach natürlich. Und wie gesagt, wir starten heute und die Challenge geht noch bis zum kommenden Freitag. Also es sind 5 Tage und an jedem Tag bekommt man eine Tagesaufgabe von uns und kann, wenn man die durchgearbeitet hat, wenn man so die wichtigsten Erkenntnisse für sich selbst festgehalten hat, wenn man möchte, das eben in der Facebook-Gruppe teilen und kann sich dort eine Herzensziel-Partnerin suchen, kann sich mit der verbinden und kann sich so, ja, vielleicht so ein bisschen an der Hand nehmen und gegenseitig begleiten auf dem Weg. Super schön, das hört sich fantastisch an. Und ja, einige von euch, die heute zuhören, egal ob im Live-Video oder nachher in der Aufzeichnung, du wirst dich dazu fühlen, dahin zu gehen und das zu machen. Und du bist herzlich willkommen. Für die anderen, für die das vielleicht noch gar nicht passt gerade, hoffen wir, dass das Gespräch alleine einfach etwas in dir geweckt hat, dass du dadurch vielleicht die Möglichkeit siehst, das Potenzial erkennst, nächstes Jahr noch lebendiger zu werden, noch mehr Träume zu leben und zu strahlen, für dich selbst, für deine Familie, für deinen Partner, für dein Umfeld, für deine Kunden, für die Welt. Und das ist alleine schon eine super schöne Sache. Susanne, bitte grüß die Nicole ganz lieb von mir. Ich glaube, wir sehen uns vielleicht alle beim Weihnachtsbaum in Limburg demnächst. Ich muss noch mal schauen, an welchem Tag. Das ist schön. Freue ich mich schon drauf, dich persönlich wiederzusehen und ich wünsche euch für die nächsten Wochen und Monate, wo doch ganz viel los ist, viel Erfolg, vor allem große, große Freude beim Unterstützen der anderen, ihr bestes Jahr zu kreieren. Und vielen Dank auch, dass ihr das macht. Ich finde, es ist einfach großartig. Vielen, vielen Dank. Ich werde das alles ausrichten und herzlichen Dank, dass wir bei dir und bei euch zu Gast sein durften. So, schönen Tag zusammen und bis demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.